Hallo, ich bin die Linda, die Inhaberin vom Haarstudio Labelle. Und wir haben bei Matthias das Experiment mitgemacht, was uns sehr gefreut hat, dass er heute Nacht bei uns übernachtet hat. Matthias, nochmal herzlichen Dank an dich. Es war echt schön. Wir haben viel Spaß gehabt bei PlayStation Pizza. Und gerade ein schönes Frühstück. Ja, ich habe jetzt das Geschäft 5 Jahre in der Platzgasse, 23. Und ja, wir hoffen auf eine gute Zeit, eine schöne Zukunft und dass es so weitergeht. Ich übergebe mal an meinen Partner, dem Chris. Also ich unterstütze die Linda und zwar alles, was das Hintergrundgeschäft angeht, mit Marketing, Vertrieb und so weiter. Ja, und ich bin froh, dass du da warst letzten Abend, weil jetzt bin ich endlich mal wieder zum PlayStation-Spielen gekommen. Das ist eine super Frage. Mein neues erstes Mal online im Leben. Puh. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ist aber schon ewig her. Also bei mir ist es bestimmt. Vielleicht eine schwere Frage. Ja. Online, das muss so. Gute Frage, echt. 99? 90, 92, sowas? Ja, sowas in der Technikfreak. Ja, das bei passt. Mir war es auf jeden Fall später. Ich bin Handwerker, keine Informatik. Es hat nur noch mehr Zeit gekostet, finde ich. Doch, war auch positiv. Man hat wieder Kontakte mit vielen Freunden, Bekannten von früher. Also ich bin ja keine Ulmerin, habe viele Leute wieder gefunden, die ich aus den Augen verloren habe. Doch, ich finde es schon positiv. Und irgendwie haben wir uns ja, das kann man sagen, auch ein bisschen durchs Internet kennengelernt. Durchs Berufliche halt. Ja. Also ich muss sagen, Facebook, da war ich kurz davor wieder auszusteigen, weil es mich echt genervt hat. Teilweise hat man viele Bekannte getroffen, die man eben schon lange nicht mehr gesehen hat. Das hat mich genervt, die Spiele. Ja, und dann die ganzen Anfragen und Kommentare von anderen und dass es halt echt viel Zeit gefressen hat. Und das war dann für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt gehe ich raus. Jetzt habe ich Schnauze voll, da muss ich nicht mitmachen. Bis dann eben der berufliche Aspekt gekommen ist, eben das Thema ja, Social Media Marketing. Und ab dem Zeitpunkt hat es mich dann echt interessiert. Ich habe mir Bücher gekauft, habe mich dann reingelesen, habe dann geguckt, was muss man machen, wie muss man es machen. Und es geht ja nicht darum, wie viele Freunde man hat, sondern dass man eben die Bekannten oder Freunde hat oder diejenigen, die gefällt mir, klicken, denen es dann auch wirklich wichtig ist. Und das war für uns dann interessant und da habe ich mich wieder gefunden in Facebook. Also es hat insofern schon einiges verändert bei uns auch. Okay. Dann war es das schon. War es das schon, cool.